Hallo und herzlich willkommen zurück. Weiter geht's. Immortals Phoenix Rising. Prüfung der Strategie Athena. Ich habe mir mal erlaubt, schon mal ein bisschen hier vor reinzugucken. Vorab. Und zwar, ich habe jetzt gerade schon ja, aufgenommen und ich habe aber schon locker 5-6 Minuten verplästert, bis ich mal gefunden habe, wie wir an die optionale Kiste kommen. Hinten rum. Dann habe ich hier den Schalter gezogen und Pimpapo verblödet. Ohne Ende. Das Ding muss hier rüber. Das Ding muss hier definitiv rüber, weil da kommt jetzt dann so ein Strahl gleich. Gegenpol minus Kontakt, wie man will. Ich muss dann das mal aktivieren. Jetzt hätte ich das schon wieder fast falsch gemacht. Zack. Aktiv ist er. Ist alles wieder nur eine Sache des Treffens, richtig, ne? Des richtigen Treffers und der richtigen Präzision. So, das Video geht eine Minute, direkt wieder ein Sau dabei. Ich hasse mich selber. Und ab geht die Post. Ja, geht's. Nein, nicht rüber. Bleib hier. Fifi. Dann war zu, das war zu feste. So, jetzt aber, komm. Übers Dach. Ah, hat er, oder? Hat er. Hat er, Kugel. So, Dankeschön. Zweite Mal so. Also die Runde übersteht man auch wieder nicht nüchtern, wenn man bei jedem so ein Pinchen sich reinballert. Ariadnes Faden. Ariadne, die unsterbliche Gattin des Dionysos. Danke, dass du Theseus gegen den Minotaurus beigestanden hast. Das Heldentum kann super schwer ohne Hilfe sein. Ich muss die Kugel noch versenken, verdammt. Ja, aber heul nicht. Ah, was für eine Genugtuung. So, damit zum dritten Mal. Ist das nicht schön? Dich knall ich irgendwie ins Weltall. Ins Weltall? Ins All. Sah es ja gleich, aber irgendwie hat sich das eine komisch angehört. Die muss rüber, ne? Rüber und dann muss ich wahrscheinlich ganz schnell mit. Bevor sie flöten geht. Ich frage mich nur, was mit der Kugel da hinten ist, aber ich glaube, da fehlt noch der Windzug oder was war hier noch mal? Ja. Ich schätze mal, hier bin ich richtig. Nein! Ich bin so ein bescheuerter Eierkopf. Ich hatte ich so mache auch gerade einfach, ne? Statt dahin zu rennen und die Kugel runter zu hauen. Nein, ich muss es wieder kompliziert machen. Unnötig. Einfach nur unnötig. Aber die Holly Hop. Die drüber. Flieg doch, das meinte ich letztes Mal mit dem Doppelsprung, den er manchmal nicht nimmt. Darf ich mal? Danke. Oh Gott. Und dann abpraller und dann dagegen klatschen, ja? Also dann von links nach rechts. Ich glaube, ich gehe mal näher ran. Oh, jawohl.
Flieg! Oh oh. Ja. Ach, die muss darüber. Shit. Hierhin muss er. Ja gut. Das muss man jetzt mal auch wissen, ne? Aber ich dachte, ich versuche mal Zeit zu sparen, indem ich jetzt das Orakel mache. Und ja, vorher schon Bescheid weiß. Also irgendwie gefühlt, das habe ich zwar jetzt bestimmt schon öfter gesagt, aber das ist gefühlt irgendwie das Schwerste von Athena. Ich habe sogar auf Tevit mehr gekämpft. Bitter enttäuscht wurde ich, bitter. So, bitter, komm rüber. Ich meine, wir haben ja noch zwei Addons vor uns, obwohl ich jetzt zwischen den einen und den anderen Addon ein bisschen Zeit, glaube ich, verstreichen lasse, weil ich möchte jetzt euch auch nicht ein komplettes Jahr mit Phoenix Rising auf dem Zwirn gehen. Ich kann mir gut vorstellen, das nutzt sich nach einer Zeit ab, ne? Das ist ja nicht gerade erst seit vorgestern das Let's Play. Nee! Ja! Und deswegen werden wir dann ein kleines Päuschen einlegen und zwischendurch wieder anfangen. Jetzt komm doch mal her. Es ist auf jeden Fall nicht abgebrochen oder so. Ne? Also, es geht weiter. Zwei Addons haben wir da noch vor uns. Aber erstmal das hier durchkriegen, bevor ich schon über die anderen quatsche. Auf jeden Fall sind wir nah am Ziel schon. So langsam, aber sicher. Ich frage mich echt, was mit der anderen Kugel ist. Aber die hat ja mehr was mit Luft zu tun. Also gehe ich mal davon aus, wir müssen die hier rüber ballern wieder. Schon wieder Schluck auf eure Aufregung. Flieg. Aber nicht dahin. Dürfte ich mal eine neue Kugel haben? Danke. Wieso immer nach da? Ich guck doch in die Richtung. Schielt der oder was? Na geht doch. Dann... Okay. Nein, du bleibst hier. Widerspenstige Kugel, du. Heilige Scheiße, ehrlich. Ich hoffe mal, das war der schwierige Teil von dem Rätsel jetzt hier. Okay, da kommt keine neue. Muss ich wahrscheinlich jetzt die Seite wechseln. Ich gehe mal stark davon aus. Ja, da ist jetzt ein Windstrom. Ein Windstrüb. Nee, das ist der alte. Da ist aber was aktiviert worden. Da nicht. Aber da. Ich bild mir jetzt mal ein, dass das vorher nicht war. Ich check mal kurz ab. Aber ich würde sagen, ja, irgendwann muss die Kugel ja gleich auf sein, ne? Ah ja, das kommt hin. Jetzt bleibt nur wieder die Daumen drücken, dass ich das auch pack. Oh, jetzt hätte ich so gedacht, ne? Einfach so abzuhauen.
Okay, einfach rüber. So, für die Leute, die noch mal, die schon wieder nüchtern werden. So. Jawohl. Hallo? Hey, das ist ja. Genau. Also darüber. Über Bande? Ja, über Bande, wie es aussieht. Die Gefahr ist halt, dass hier rüber gepustet wird ins Nichts. Und ich denke mal stark, wir müssen so über die Bande rüber knüppeln. Dann gute Reise. Oh, nicht da lang. Doch, bleib doch mal stehen. Loslassen. Abwarten und abschießen. Ja, oder auch nicht. Jetzt aber, komm. Ja, das war zu spät. Nein! Oh nein, ich bin so ein Depp. So, ich habe mir mal erlaubt, wieder vorzufühlen. Sparen wir uns mal meine Erforschungstour hier. Die muss rüber. Und dann über Bande, schätze ich mal stark. Auf jeden Fall erstmal ein bisschen rüber. Jawohl. Jawohl, 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 jawohl. Das bin ich. So. Und dann schätze ich mal über Bande, weil da geht es wieder Richtung, ne, Abgrund. Und da ist die Kerbe dahinter. Muss ich sie nur rüber kriegen. Timing ist hier wieder alles. Alles oder nix? Da ja nix. Aus dem Winkel. Wenn sie mal stehen bleiben würde. Nee, das war noch zu lasch. Das nervt so, ne? Das nervt wirklich. Komm jetzt. Na, näher. Für den gewissen Bums extra. Ja, nein. Das ist echt ätzend. 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 Das ist genauso ätzend. Die Scheiße bleibt einfach nicht stehen, richtig. Jawohl. Nein, bleib. Noch so gerettet. Okay, also darf nicht zu hoch sein, ja? Sonst geht's mir flöten. Oder auch, ja, auch nah genug sein. Oh mein Gott, bin ich ein Dödel, ey. Du Scheißding. Wir machen es so, ich werde sie jetzt rüber boxieren. Das spart uns wieder etwas Zeit. Die muss hier hin, da in die Kerbe rein. Habt ihr gesehen? Ja, ich hoffe schon. Ja. Ist drüben. Ist drüben. Ich kann die Zeit wieder aktivieren, jawohl. Ja, im Detail. Nichts lag es wieder, ne? Oder am Detail, so gesehen. Ich musste die von unten nach oben schleudern und nicht einfach so wegkatapultieren. Oh. Hier sollte man auch mal die richtige Taste drücken. So viel wieder zum Detail, ne? Das gehört schon dazu. Oh, wunderschön. Wenn es nur immer so gehen würde. Wunderschön.
War nicht mal viel, dann haben wir es geschafft. Prüfung der Strategie, aber sowas von Strategie, du. Kernschmelzen-Strategie. Wie mache ich den Spieler schnellstmöglich verrückt? Bescheuert bin ich schon immer gewesen. Das wollen wir hier nicht schön reden. Ja. Ich schätze mal, jetzt ist die wieder dran. Ja, das muss wieder da unten aktiviert werden. Hoffentlich geht das jetzt einfach ganz entspannt rüber, ohne irgendwelche extra Pinke-Pinke. Einmal bitte. Einmal bitte landen. Punktgenau. Okay, ich sehe nichts, aber die ist auf jeden Fall schon mal drüben. Das ist ja schon mal ein Anfang. Das ist ein Anfang. Naja, bringt aber nichts. Hä, wie soll ich das denn jetzt? Hä? Muss das da raus aus der Kerbe? Aber nein, das macht doch keinen Sinn, ne? Ah doch? Ah doch? Oh, wir sind so nah. Doch so fern. Ich kotze gleich im Strahl, ehrlich. Also dann hole ich jetzt mal die Kugel noch mal rüber. Oh, es geht, jawohl. Ich habe schon gedacht, ich müsste den ganzen Pups wieder von vorne machen. Nein, du bleibst jetzt hier und gehst jetzt da rein. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke. Oh Mann. Ah, ja, Friedensdaumen fliegt. Schieße euch alle ab. Haben wir ein paar neue Kissen. Mann, doch. Oh, ich leuchte, hab mehr Gesundheit. Yay! So, jetzt müssen wir eigentlich nur noch die dritte holen, die da, wo der Weg versperrt war, ne? Ja, oder ich mach die später, aber ich habe ehrlich gesagt jetzt nicht so Bock, da rumzugucken. Oder? Warte mal. Sag dir nochmal die Map. Ach, die brauche ich gar nicht. Das ist doch genau hier. Da unten. Ich wollte schon da oben sagen, aber da unten. Na komm, wir versuchen einfach mal. Versuchen wir einfach mal da reinzukommen. Irgendwie, das kann ja nicht sein. Was? Hä, ich hab doch den Feistos. Hä? Barrierebrecher und dann Hephaistos Prüfung bestehen, um da reinzukommen. Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Warte mal kurz. Na, schau mal rein, da auf der Map. Hä? Oder da kommt hinterher noch mal was. Aber wir haben doch
alles abgeschlossen von Hefi. Aphrodite, ja, haben wir doch. Ich habe hier gar nichts mehr. Schon wieder an dem Punkt. Hefi, warum? Nee. Wir brauchen die Kraft des Barrierebrechers, oder? Man muss. Ich hoffe mal, das Rätsel können wir noch zwischendurch lösen. Das 1 von 1000. Hier gibt es auf jeden Fall auch noch einen Eingang. Für den Part nehmen wir das noch mit. Zumindest wie man da reinkommt. So, hier haben wir eine Kiste. Die leitet aber keinen Strom um. So viel wissen wir ja. Kann ich vielleicht... Aha. Das hatte ich nämlich letztes Mal schon herausgefunden. Das bleibt ja ein paar Sekunden drauf und offen ist es. Das ist ja korrekt. Ich wollte jetzt eigentlich so stapeln und dann... Naja. Naja, okay. Wie wir da in diese. Das ist einfach jetzt wirsch. Das macht mich auch gerade ein bisschen fällig, ehrlich gesagt, dass wir jetzt da wieder was Spezielles brauchen, um da reinzukommen. Ich meine, stand ja ganz klar, ne? Hier weißt du es, aber ich werde es einfach googeln, wie ich das sonst bekomme. Einfach, ich habe langsam echt die Faxen dicke. Ich habe die Faxen dicke. Es macht zwar irgendwo noch Bock, gerade wenn man so ein Rätsel löst, dann ist ja doch wieder der Aha-Effekt jetzt besser wie der Frust. Und ich vergesse das Sprechen. Komplett. Ich bin fertig mit der Welt. Alles klar, auf jeden Fall machen wir dann im nächsten Part mit der Prüfung weiter. Die dritte dann und dann wird es wahrscheinlich nochmal Bonusdinger geben. Vielleicht brauchen wir ja dafür auch eine Fähigkeit. Dann können wir mit Ares dann weitermachen und den letzten Gott so gesehen. Auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss, bis dann.